gehen wir denn diesmal hin? Ich gehe nochmal da nach rechts oben. Ich habe ja einen Heatstone und einen langen Bart. Das heißt, ich bin eigentlich für den Winter überqualifiziert, könnte man sagen. Ja, jetzt geht's richtig los hier mit Winter und so. Jetzt fällt Schnee. Und so, sobald es anfängt, alles zu vereisen, ja, so wie jetzt hier, jetzt fängt da schon an Schnee liegen, der Schnee fängt jetzt an liegen zu bleiben. Und dann wird's richtig hart. Weil dann kann man wirklich nicht mehr so weit gehen, so wie ich das jetzt hier mache. So weit kann man da nicht mehr gehen. Dann wird's nämlich gefährlich. Ne? Und dann, glaube ich, ab jetzt wird's auch dann auch schon knapp mit dem Gemüse, was man hier so finden kann, mit Beeren und so. Da ist noch eine Karotte, die schnappen wir uns mal direkt. Ah, da sind mal wieder unsere Freunde hier, die Pinguine. Ich muss auch mal wieder Blumen pflücken, fällt mir gerade ein. Ich muss meinen geistigen Zustand ein bisschen... Solange es hier noch Blumen gibt, die man pflücken kann. Komm, pflück die Blumen. Wir haben nicht ewig Zeit hier, Tag ist nicht lang. Tage werden kürzer. Es ist Winter, liebe Kinder. Blumen. Ja, was ich hier in diesem Spielstand auch noch gar nicht gefunden habe, ist so ein Speicherpunkt. Es gibt nämlich so Punkte, da kann man sich wiederbeleben lassen. Habe ich aber, wie gesagt, hier noch gar nicht gefunden. Ja, die kann ich wieder nicht einsammeln, weil ich wieder nicht genug Platz habe. Verdammte Axt. Hätte ich mal den ganzen Klunkernkram hier nicht mitgenommen. Ach, verdammt. Da muss ich die zwei Pilze liegen lassen. Obwohl, warte mal, Moment, Moment. Das machen wir ganz clever. Bevor wir hier irgendwas verschwenden. So. Die lassen wir natürlich nicht liegen, ja? Das wäre noch schöner. Vielleicht lassen wir hier irgendwas liegen. So, ich muss jetzt wieder zurück zum Lager. Mein Heatstone ist schon wieder kalt. Und bevor ich hier anfange zu... Ja. Da knistert es schon. Und wenn es knistert, das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen. Da muss man sich echt beeilen, wenn es knistert, dass man zurück nach Hause kommt und ein Feuer anmacht. Knistern ist kein gutes Zeichen. So viel kann ich sagen. Ja. Okay, jetzt nach links. Und da bin ich auch schon. So, 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 so. Feuer, 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 Feuer. Schnell, schnell, schnell anmachen. Schön hoch, genau. Joa, Moment. Jetzt legen wir erstmal den ganzen Schund ab, den wir hier noch haben. Das Gold brauchen wir nicht. Das Nitrit brauchen wir nicht. Den Edelstein hier, den brauchen wir auch nicht. So, jetzt wird erstmal gekocht. Die Möhre hebe ich mir mal noch auf, weil da kann ich einen Hasen mitfangen. Komm her. Ich will dieses Jockey haben. Packen wir das mal da rein und kochen. Und, ja, das würde ich sagen, erstmal auch mal direkt. Weil diese Fleischbällchen... Die sind echt gut, die stellen hier geistigen Zustand wieder her. Und auch Leben stellen die auch wieder her. Deshalb sind die eigentlich so im Winter mit die beste Nahrung, habe ich mir sagen lassen, habe ich gelesen. Ja, ich habe gelesen. Und das soll man wohl tatsächlich bevorzugt zubereiten, sozusagen. Ja, und das Trocknungsdingens, das wird ewig dauern, mit diesem Stück Hasenfleisch, was da dran hängt. Das fürchte ich, wird ziemlich lange dauern. Ja, und diese Science Machine, Quatsch, diese Alchemy Engine, die habe ich sinnloserweise gebaut, ja, das ist eine unnötige Maschine, die hätte ich gar nicht bauen müssen. Aber in dem Moment habe ich irgendwie nicht nachgedacht. Ich weiß auch nicht. Da hat mein Gehirn irgendwie gerade gesagt, nö, ich überlege jetzt nicht. Du machst das jetzt einfach. Ja.
Mein Gehirn funktioniert halt so. Ich weiß auch nicht warum. Warum das mich so verarscht, ja. Aber es hat mich da in dem Moment einfach verarscht. Ihr habt es mir bestimmt mittlerweile auch schon längst in die Kommentare geschrieben, dass ich die unnötig gebaut habe. Ja, es tut mir leid. Was kann ich sagen, ja? Das ist halt so. So bin ich halt. Oh, ich weiß gar nicht. Dieses Blumenkäppchen, das schmeiße ich mal weg, weil das ist schon am Verrotten. Ich mache mir dann mal ein neues. Ich hoffe, ich finde noch Blumen. Ich gehe diesmal nach Süden, würde ich sagen. Diese Blumen, die verrotten übrigens dann auch. Und überhaupt alles, was verrotten kann, verrottet dann auch wirklich. Und das ist dann, da steht dann nur noch Rotten irgendwas. Und damit kann man dann auch seine Felder düngen, habe ich gelesen. Also es ist, selbst wenn was verrottet ist, sollte man es aufheben. Wie ein Messi halt, man darf nichts wegwerfen. Man ist hier quasi echt der totale Messi. Und wenn ich mir hier angucke, wie voll mein Inventar schon wieder ist, dann, mache ich diesem Spielprinzip doch echt alle Ehre. Oh, mein Feuer geht aus. Ich hack jetzt hier mal noch ein bisschen Holz. Habe ich keine Axt mehr? Doch, da. Wenn ich das jetzt wieder unnötig eine Axt baue. Eine Spitzhacke habe ich aber nicht mehr, sehe ich gerade. Da muss ich was gegen tun. Ich höre gerade irgendwelche Geräusche. Was, wie ich meine, wieder nicht gut ist, wenn ich das höre. Was ist das da? Glühwürmchen. Ich wollte doch jetzt... Ah, das Jockey. Das Jockey ist wieder... Ah, ihr seht, wenn ich was Frisches dazu mache, dann wird das so ein bisschen aufgefrischt hier. Dann dauert es wieder ein bisschen länger, bis es verrottet. Habe ich den Stumpf schon ausgegraben? Nö. Weiß nicht, ich sehe es gerade nicht. Ist schon wieder zu dunkel. So, ich esse jetzt mal noch, würde ich sagen, nochmal Fleischbällchen essen. Ich brauche echt wieder Energie, ey. Ohne Witz. Ich frage mich, ob das so ist, wenn man zwei Heatstones mitnimmt, dass man dann nicht ganz so schnell erfriert, oder dass die dann nicht ganz so schnell wieder abkühlen. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. So, ich muss unbedingt ein neues Blumenkäppchen bauen. Damit er wieder ein bisschen normal wird. Also meine Aufgabe jetzt, meine Zielsetzung jetzt ist einfach, diese Büffel zu finden und notfalls mein Lager dahin zu verlagern. Weil ich gelesen habe, dass man, wenn man diese Büffelscheiße einsammelt und damit seine Felder düngt, wirklich sehr gut über die Runden kommen kann. Das habe ich auch selber auch schon ausprobiert und das funktioniert tatsächlich. Das funktioniert tatsächlich. Oh, eine Blume muss ich noch finden. Komm, das kann doch nicht so schwer sein, oder? Ja, die Gubblos finden auch nichts mehr zum Essen, die Gubbels. Da ist noch eine Blume. Schnell, 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 so. Jawoll, ja, so. Können wir schon mal nicht verrückt werden. Das verbuche ich mal auf der Habenseite, ja. Karten. Ah, ich muss auch mal nach Hasen Ausschau halten, fällt mir gerade mal auf. Da noch mehr Karotten. Und da rechts waren noch Beeren. Die muss ich unbedingt mitnehmen. Und Pilze sind hier auch, aber ich kann jetzt auch... Boah, ich erschrecke mich immer vor diesen Pinguinen so wahnsinnig, wenn die aus dem Wasser rausgesprungen kommen. So, Tag ist schon wieder zur Hälfte rum. Ich muss jetzt Karnickel finden, ganz schnell, dass ich schnell ein bisschen Fleisch
mitnehmen kann für mein Trocknungsdingens. Bums. Ach, guck mal, hier ist, ne? Sumpfgebiet gewesen. War allerdings zugefroren. Wo sind die Hasen? Wo sind die Hasen? Wo sind die Hasen? Ich brauche Hasen. Oh, Bären. Das ist doch noch viel besser. Schön alles mitnehmen. Es verrottet ja im Winter eh nicht so schnell. Von daher kann ich das alles schön mitnehmen jetzt. Wer weiß, wann ich hier nochmal durchkomme. Da sind Hasen, da sind Hasen. Das machen wir jetzt noch schnell, bevor hier der Tag wieder zu Ende geht. Na, kommt. Oh, oh, ich bin schon wieder gleich am Erfrieren. Kommt, beeilt euch, schnell, ich habe nicht ewig Zeit. Meine Zeit läuft ab, im wahrsten Sinne des Wortes läuft meine Zeit ab. Jawohl, so. Gut, dann gehe ich schon mal wieder direkt zurück zum Lager, bevor ich hier erfriere. Mein Heatstone ist kalt. Oh, Bären. Bin ich hier überhaupt richtig? Ja, bin ich. Oh, da ist der Baumfritze. Den gehen wir mal lieber nicht auf die Ketten. Moment. Nee, nach rechts muss ich, genau. Oh, jetzt fange ich an zu erfrieren. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Komm, schnell, 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 schnell. Ei, der Daus. Ei, der Daus. So, Moment. Komm her, Cockpot. Crockpot, meine ich natürlich. Nicht Cockpot. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt Schaden genommen schon? Durch diesen Fröstler, den er da hatte. Jetzt hatte er, ihr habt das gesehen, der Bildschirm hat so mal ganz kurz, da kam so, so blauer Äderchen am Rand, ja. Das ist so, so frostig. Das war das Erfrieren. Beziehungsweise die Warnung. Die erste Warnung war das. Weiß nicht, beim ersten Mal passiert, glaube ich, noch nichts. Beim zweiten Mal geht es dann erst los mit Erfrieren. Direkt kochen. Und den kann man direkt umbringen. Und ans Trocknungsdingens ranhängen. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Komm, essen wir mal noch eine Portion. Das stellt nämlich auch wieder Leben ein bisschen wieder her. Ja, also wenn jetzt nicht irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dann würde ich fast sagen, ich könnte ganz gut durch diesen Winter kommen. Mit dieser Taktik, die ich jetzt hier gerade fahre. Wie gesagt, es darf nicht irgendwas Unvorhergesehenes passieren, das wäre nicht gut. Meine Blumen, die ich auf dem Kopf habe, die halten auch länger, weil es zu kalt ist. Finde ich gut. Wobei es mir ehrlich gesagt lieber wäre, wenn ich irgendwie Kleidung hätte, die mich warm hält. Sage ich ganz offen. Irgendwie so ein Beefalo-Hat, habe ich gelesen, soll das wohl ganz gut können. Da ich aber noch keine Beefalos gefunden habe, kann ich auch kein Beefalo-Hat haben. Das ist logisch. Das ist auch schade. Ich hätte gerne Beefalos in der Nähe, aber ich habe keine Beefalos in der Nähe. Ich habe das Lager echt irgendwie am Arsch der Welt aufgestellt, wo nichts ist. Das ist blöd, aber... Ja, soll ich machen. Es ist halt so, ich muss damit leben. Ich muss damit umgehen. Ich glaube, am nächsten Tag wird erstmal ein bisschen Holz gehackt. Oh, ein schönes, großes Feuerchen. Schönes, großes Feuerchen. Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr, sehr, sehr gut. Ich kann eigentlich gleich mal hier Holz hacken, fällt mir mal gerade auf. Machen wir mal gleich. Komm, fall um. Nicht ewig Zeit hier. So.
Das ist wichtig. Weil, wenn mir hier das Brennholz ausgeht, dann ist Schicht im Schacht. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich mit Holzkohle überhaupt... mit Holzkohle kann ich mein Feuer auch befüllen. Das ist gut zu wissen. Scheiße kann ich, glaube ich, auch einschmeißen. Und, Gras. Also... Ja, und mein Grass-Suit, ja, den kann ich anscheinend auch einschmeißen. Apropos Grass-Suit, habe ich eigentlich schon einen neuen gebaut? Nö. Habe ich noch nicht. Moment.